Viecher. Da unten ist ein Transformer-Golem. Oh. Da hinten, nee. Da hinten. Oh, noch einer. Bei der Kirche. So einer. Ja, zwei. Ich komme nie weg. Wo bist du denn eigentlich genau? An der Kirche? Oh, da, wo die Spinne ist, oder oben? Oben, ja. Ah. Ich komme nicht weg. Ach, seh dich. Wollte ich klappe. Ey, Golem, guck mal hinter dich. Guck, da bricht sich selber die Beine. Oh, der tobt jetzt rum. Oh Gott. Echt jetzt? Jetzt hast du ihn wach gemacht. Ne, echt jetzt? Ja, da hatte ich gesehen. Nein, ob der was macht. Nee, der springt bloß blöd rum. Sollte ein bisschen was essen. Ach, wozu? Essen ist überbewertet. Schmeckt trotzdem. Ach, Essen ist überbewertet. Ach, hey. Das ist mein Geheimgang. Ey! Oh, cool. Ich muss doch nie lang gehen. Na, ich muss ins Lager. Also, andere Lager ist schon. Wieso sind jetzt auf einmal Bäume hier? Frag Bunker. Pass auf, da vorne. Dort vorne habe ich den Transformer gelassen. Oh, wo sind Bäume? Wie kann man sich vor den Transformer schützen? Gar nicht. Bücken. Mit Strong vorbeilaufen, das geht. Was? Leer gepumpt. Wiederhol das nochmal. Mit Strong vorbeilaufen, das geht. Was? Bücken. Und weiter? Dann vorbeilaufen. Da sieht sich nie. Nee, du klopfst das echt neu auf jetzt. Kannst du dich nicht schützen? Kannst du nur warten, bis der weg ist? Wo soll denn hier ein Bett sein? Sven. Welches Bett? Wo soll denn hier drüben ein Bett sein? Hinter so. Der Tür. Ich hab erstmal genug gesagt. Wenn du reinkommst. Links oben. Ich hab hier bei mir zum Beispiel einen Wegmarker gelegt. Ach, da. Wenn du hier rein. Das Bett. Muss nur noch ein Türchen hin und ein bisschen so schmücken. Das kann Bunko unsere Hausdame machen. Ja, hier habe ich deswegen mit Leiden noch einen Wegmarker gelegt, damit man den Weg hier findet. Weil hier suche ich dann überall nach Öl ab. Das Schmücken, das kann Bunko unsere Hausdame machen. Ja, das kann sie am besten. Ja. Ey! Was machst du denn dort? Du hungerst, oder? Ja. Wer hat denn das Fressen rausgenommen? Ach, hier oben ist es. Du bist ja so bekloppt, bist du das? Klein Verreckter. Soll ich noch einen letzten Hieb geben? Ja, mach mal. Da hab ich wenigstens wieder volles Fressen. Sehr schön. Sind die Transformer noch draußen? Guck doch nach. Nein. Angsthase verlassen. Dirk? Ja? Du wolltest doch gucken. Wegen den Transformern. Warte mal, ich komme gleich zurück. Ich kann es bloß mal Bäume. Jetzt kommt noch was rein, wieder. Holz, wieder. Trockenholz. Cool. Also wir haben jetzt ungefähr wieder 10 Stack Trockenholz. Los? Reicht doch. Ferrus Ohr, Eisenerze haben wir 6 Dinger gefunden. Saphire haben wir auch 2. Oh, wir haben sogar Obsidian. Wo soll denn der Golem sein? An der Kirche. Hinter dir. Linke Seite, wenn du von vorne der Kirche schaust. Ich geh mal auf das. Du müsstest eigentlich von dort aus sehen.
Ich gehe auf das Elektrohaus. Sie können das weg. Der ist weg, ne? Oh, zum Glück, ey. Sache, der ist weg. Zum Glück. Weil ich kam. Angst gekriegt. Oh, der hängt irgendwo hinter dir. Verfolgt mich bestimmt. Nee, ist echt weg. Ja, zum Glück, ey. Haben die auch Angst vor Sonne? Ja. Aber die, also kommen, die spawnen aber. Die spawnen die bei der Sonne? Nee. Das ist bloß, wenn die kurz mal einen Schatten, so einen Übteil haben, da bleiben die noch eine Zeit. Ja, also die spawnen sie doch in der Sonne. Ja, genau. Die spawnen, ja, genau, so meine ich das. Das sag ich doch, die spawnen. Der hat was geklaut hier. Wer? Punko? Der Erde hat er geklaut. Wer? Der Punko oder was? Nee, der komische Transformer-Golem hier oben. Dann mach das mal hin wieder. Hab ich ja gerade. Sicher? Ja. Wirklich? Ganz wirklich sicher? Ne. Restlöcher pflück ich nie. Warum ne? Aber. Hopp mal. Ich will das hoppen. Geht nie von drin. Dance für uns. Ja, wieder schnell abpumpt das Ding. War es denn zu schnell, oder was? Sag mal, gibt's innerhalb der Burgmauern auch Wasser irgendwie? Irgendwie so ein Teich oder sowas? Ja, aber. Ja. Oh, cool. Machen wir eine Erde, Matti, hinten oder was, ne? Ja, hinten. Zwei Kisten hintereinander. Stimmt. Was los? Diesen scheiß Kabel noch ein bisschen machen. Und diesen Around-Kabel, oder wie die schönsten. Keine Ahnung, du. Ein Creeper läuft da rein mit meiner Tür. Wo? Beim Sven. Was? Wo denn? Da ist die Bude schon wieder auf. Erzähl das Scheiß mal. Ich würde an deiner Stelle nie wundern, wenn du irgendwann mit einem Messer im Rücken aufwachst. Und das nur, weil er zu wenig Kugeln hatte. Ach, Pika, das ist ja in der Kirche drin. Ja. Ey, cool, was hast du gedacht? Die hat ja sogar hier solche Sitzbänke reingemacht. Sieht da cool aus. Na klar, was hast du gedacht? Was, die Grabsteine sind nur für mich, oder was? Welche Grabsteine? Was, wären die vor kurzem fast verschollen gegangen? Mist, egal. Weiter, lies weiter. Funk, es waren die Werwölfe. Es waren gar nicht die Werwölfe. Lies weiter. Das war die Werwölfe. Rip, Haus mit Explosion war episch. Stopf das Loch. Ich will nicht wissen, was für ein Loch gemeint ist. Du musst den Schreiberling fragen. Nee. Was für Werwölfe? Hier müssen wir. Dirk? Ja. Eine ganz dumme Frage. Ja. Hast du hier. Jetzt muss ich was gucken. Da oben habe ich die Dimensionstür gefunden. Was? Und die Tür steht da offen. Sven, hast du. Säcke. Wo habe ich jetzt die Tür gesehen? Wo hab ich denn jetzt gerade die Tür gesehen? Ach, da oben, offen. Aber ganz schön wenig, oder? Was hier raus als Gewinn rauskommt? Wo denn?
Wo denn? Was denn? Ja, also diese Ölweste. Ich will deshalb hier noch die zweite Pumpe dran machen, dass das hier zackiger angeht. Aber ich brauche was von diesen schwarz-gelben Kabeln. Die muss ich noch machen. Was pumpst du gerade raus, Lea? Ach du Scheiße. Ich pumpe noch gar nicht, ich mache jetzt bloß so. Ja. Ich habe ein Gubbel-Gubbel gehört. Gubbel? Hier gibt's Schnee! Oh, jetzt hab ich was falsch gemacht. Ach nee. Oh Gott. Hier haben wir es ja. Ja. Cool. Aha. Aha. Funko, du kleiner Schlingel. Was denn? Du kleiner Schlingel, du. Was denkst du, was ich jetzt ge- Was denkst du, was ich gefunden hab? Was denn? Na, wenn ich dir das sage, dann weißt du es ja. Sag mal bitte. Nee, ich hab ja... Jetzt gehe ich wieder rein. Nee, ich habe hier was Schönes gefunden gehabt. Ja, Mann. Nee, Enchanted Book. Was ist denn das? Überlege mal. Ihr könnt mal pennen gehen. Schlecht. Weil? Bin so weit weg. Oh Mann, ey. Verlauf mich doch hier, oder? Und zurück. Wollt ihr nie pennen gehen? Ach stimmt, ich hab ja ein Bett mit. Weil ich bin jetzt gerade. Ja, man macht euch bereit schon mal. Ich will bloß die große Pumpe da an Land stellen. Das ist so ein Ölkanister, so ein großes. Wow. Weil ich bin hier gerade in einer anderen Dimension. Da könnt ihr ruhig pennen gehen. So. In einer anderen Dimension. Und wie ist es dort? Dunkel? Dunkel bis schwarz? Nee, dann bist du hier, weil die haben auch gerade Nacht draußen. Du musst nur die Augen aufmachen. Wie andere Dimension bist du beim Dings hier? Bei wem? Ja, dieses komische Gebiet hier, wo du tot bist. Nee. Nein! Nee, ich bin so ein Dimensionstor durchgegangen. Ich bleib mal hier drinnen, da könnt ihr ruhig pennen gehen. Sven baut aber. Ja. Ich penne in der Zeit. So wie es gehört. Warum baust denn du? Ich sag hier, runter mit dir. Das geht ja gar nicht. Was macht ihr da fünf Spiele? Tut Lass mich wach machen, Mensch. Was, ihr, tut ihr Bus bauen oder was? Nein, das ist doof, ich super. Er legt sich hin und guckt zu, wie ich arbeite. Das ist doch ganz normal. Anders kennt man doch nie, oder? Oha. Siehst du? Schlaft ihr?
Nee, der Sven baut ja. Ja, geh mal halt in die Betten. Was hey, habt ihr für eine Tageszeit? Ich liege. Du hast mein Bett geklaut. Warum ich geh rüber? Was habt ihr für eine Tageszeit? Abends. Tageszeit ist jetzt 4:13 Uhr. Ach, Mann.